Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gehen wir auf eine Zuschauerfrage ein. Und zwar hatte ich vor ein paar Monaten die Frage von einem Zuschauer von uns als Kommentar bekommen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, beim Zoomer-Plotter eine Einstellung zu machen, dass der Plotter einfach nach dem Schnitt, bei Beendigung des Schnitts, automatisch nach vorne fährt, damit man ohne schauen zu müssen, ob die Grafik, also das Geschnittene, angeschnitten wird oder nicht, abschneiden kann. Ja, also ihr wisst ja, das macht der Plotter von sich selber aus noch nicht, also vom Werk aus noch nicht, aber die Funktion dazu gibt es. Ich habe die Lösung gefunden, deswegen das Video hier. Also ich erkläre euch jetzt hier in dem Video, was ihr einstellen müsst an dem Plotter, damit er einfach 5, 6, 7 cm rausfährt und ihr an dieser Schneideschiene entlang sauber abschneiden könnt und gewissenhaft auch abschneiden könnt. Also wichtig ist halt, dass das, was ihr geschnitten habt, nicht durchgeschnitten wird, weil sonst ist natürlich die Folie kaputt. Und ihr müsst sie dann wegschmeißen. Das wollen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt in dem Video die Anleitung, wie ihr diese Einstellung machen könnt. Und wir fangen direkt nach dem Intro an. Haut rein! Also Leute, um die Einstellung machen zu können, dass der Plotter automatisch nach vorne fährt, brauchen wir eine bestimmte Software, die nennt sich Zoomer, also die gibt es von Zoomer kostenlos runterzuladen für Windows, sicherlich auch für Mac. Ich habe jetzt keinen Mac, deswegen konnte ich es nicht prüfen, aber die Software nennt sich Cutter Control und wie wir dann alles einstellen, zeige ich euch jetzt direkt am PC, deswegen gehen wir jetzt rüber an meinen PC und ich zeige euch die Einstellung. Wichtig ist, bevor ihr Cutter Control am PC startet, bitte den Plotter einschalten, das ist ganz wichtig. Aber ihr könnt auch schon mal eine Folie laden. Der muss auf jeden Fall eingeschaltet sein und auch mit dem PC verbunden sein. Jetzt gehen wir rüber zur Software. Komm mal mit. So Leute, wir sind jetzt hier an meinem PC angekommen. Ich habe die Software Zoomer Cutter Control hier bereits schon mal gestartet. Der Plotter läuft, der ist angeschlossen. Ihr seht dann auch hier oben, also sobald euer Plotter auch an ist, seht ihr, mit welchem Modell ihr gerade verbunden seid. Genau, und zwar ist das eine Software, mit der könnt ihr eigentlich alle möglichen Einstellungen an eurem Plotter hier machen. Ja, mal schnell drüber geflogen. Ihr seht, Messerandruck ist gerade bei mir bei 90 Gramm. Ich kann bis 400 Gramm hier Einstellungen machen, dann muss ich das nicht über das Plotter-Menü direkt machen, das geht auch hier über Software. Stiftandruck und so weiter, Geschwindigkeit könnt ihr hier einstellen bis 800 mm pro Sekunde, bei mir ist es aktuell 500, wie ihr seht, Schnittverlängerung und so weiter. Also jede Menge Möglichkeiten, hier Einstellungen an eurem Plotter durchzuführen. Die Einstellung, die jetzt für unser Thema heute ausschlaggebend ist, nennt sich, wo haben wir sie denn? Hier, Abstand wiederholen. Ja, das ist eigentlich die Einstellung, wenn ihr mehrere Plots hintereinander machen wollt, wie viel Millimeter Abstand zwischen jeder Grafik sein soll. Ja? Aber diese Einstellung können wir ganz gut nutzen, um den Vorschub auch einzustellen. Beim Abstand abschneiden hier klingt zwar danach, habe ich probiert, aber das funktioniert nicht. Also dann, das ist nicht die richtige Einstellung. Abstand wiederholen ist die richtige Einstellung. Die ist jetzt aktuell bei mir auf 10 mm. Ich zeige euch das mal, wie es dann bei 10 mm aussieht. Das blende ich euch jetzt hier an der Stelle erstmal ein. So Leute, jetzt habt ihr auf jeden Fall gerade gesehen, der Plotter hat nach dem Schnitt die Folien nicht nach vorne geschoben. Und jetzt machen wir hier mal 70 mm. Und dann gehe ich hier, nachdem ich hier 70 reingeschrieben habe, gehe ich hier rechts unten auf Anwenden. Genau, und jetzt gehen wir nochmal an den Plotter. Und wie ihr seht, der Plotter schiebt die Folie jetzt, nachdem der Schnittauftrag fertig ist, 7 cm raus. Und ich kann wunderbar, ohne dass ich die Folie nach vorne schieben muss, abschneiden mit ruhigem Gewissen und schneide auch gar auf keinen Fall da durch, wo es nicht durchgeschnitten werden soll. So, so viel zur Einstellung und wir sehen uns jetzt gleich nochmal vor der Kamera. So ihr Lieben da draußen, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr euren Zoomer-Plotter so einstellen könnt, dass er nach jedem Schnitt 6-7 cm nach draußen fährt und ihr braucht euch nicht drum kümmern und könnt dann einfach die Folie abschneiden an der Schneideschiene. Also so ist es bei mir eingestellt, ich weiß nicht, wie ihr schneidet. Wenn es anders ist, ihr habt ja die Möglichkeit,
die Millimeteranzahl zu ändern. Stellt so ein, wie es euch am besten passt. Legt eine Folie ein, die ihr nicht braucht und testet einfach mal. Es funktioniert wunderbar, wunderbar. Hat mir jetzt auch sehr gut geholfen. Danke für die Frage an unseren Zuschauer. Ich blende sie hier nochmal ein. War eine gute Frage gewesen und gab auch kein Video dazu. Und der Zuschauer, der uns geschrieben hatte, hat auch in seinem Kommentar erwähnt, dass er auch vom Summa Support keine Möglichkeit, also geboten bekommen hat, wie er das einstellen kann. Schade eigentlich, die Einstellung gibt es. Ja, so kann man es nutzen. Was jetzt negativ an der Einstellung ist, ob man das jetzt negativ aufnimmt oder nicht, ist natürlich jedem seine eigene Sache. Aber ich finde es jetzt nicht störend, ist, dass die Folie natürlich 7 cm bei mir rausfährt. Ich schneide dann ab. Wenn ich dann nochmal was schneiden möchte, dann muss ich halt wirklich manuell nochmal zurückfahren, weil sonst habe ich einfach 6, 7 cm Folienverschnitt, den ich dann wegschmeißen muss. Und ihr wisst, Folie kostet Geld und so kann man auch ein bisschen Geld sparen. Auf Dauer sicherlich. Je öfter man schneidet, desto mehr schmeißt man dann am Ende weg. Deswegen, wenn ihr beim nächsten Schnitt in der gleichen Folie, in der gleichen Folienfarbe, müsst ihr halt daran denken, dann die Folie nochmal ein Stück zurückzufahren und auf Enter zu drücken. Und wenn ihr mehrere Schnittaufträge geben wollt, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Grafik, also irgendeinen Text, den ich jetzt 10-mal hintereinander haben will, dann müsst ihr entweder die Datei schon mit 10-mal der Folie, mit 10-mal der Grafik anlegen und dann schneiden, einmal schneiden. Aber wenn ihr halt so die Funktion so nutzt, dass ihr dann beim Schnitt immer angegeben habt, okay, diesen Schnitt 10-mal, dann müsst ihr auch aufpassen, weil dann habt ihr zwischen jedem Schnitt 7 cm Folienvorschub. Ja, das müsst ihr dann, da müsst ihr halt vorsichtig sein, wenn ihr so größere Aufträge habt, wo ihr mehrere Folien schneidet, da müsst ihr dann vorsichtig sein. Müsst ihr eventuell dann nochmal in Cutter Controls rein und die Einstellung zurücksetzen auf einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter, wie es euch halt passt. Oder, wie ich gesagt habe, ihr müsst dann die Datei, wenn ihr 10-mal einen Text ausschneiden wollt, dann müsst ihr halt die Datei schon im Grafikprogramm 10-mal anlegen und dann komplett einmal schneiden. Das wäre die Lösung. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video mal wieder helfen und habe ein Thema erwähnt, was vielleicht viele interessieren könnte, die Summa Plotter benutzen. Ich benutze ja auch, wisst ihr ja. Und ja, wir sind gerade in der Corona-Zeit. Es ist aktuell die Rede von dem Hammer-Lockdown. Ich hoffe, sowas kommt nicht. Und wenn es kommt, haltet den Kopf hoch, bleibt stark. Wir schaffen das alle gemeinsam, auch wenn es uns allen finanziell ein bisschen schlechter geht. Aber die Zeit, gute Zeiten werden hoffentlich bald wieder kommen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like dazulassen. Falls ihr noch andere Fragen habt bezüglich Summa Plottern, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mal schreiben. Vielleicht finde ich dazu auch eine Lösung. Ich bin auch so ein Typ, ich suche immer Lösungen. Ich suche so lange Lösungen, bis ich irgendeine Lösung habe. Wenn nicht, dann schmeiße ich den Plotter weg. So ungefähr. Auf jeden Fall Kanal abonnieren und guckt euch auch mal meine anderen Videos an. Like dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, bleibt gesund.